Ich finde, es gibt so ein paar absurde Sachen im Leben, oder? Ganz schön viele Sachen kann man, also zumindest früher noch, so in so Wörterbüchern nachschlagen. Oder man hatte so Lexikons, wo man Sachen nachlesen kann. Heute googelt man wahrscheinlich alles, ne? Und wenn man irgendeine Frage hat, dann gibt man das ein und dann kriegt man irgendeine Antwort drauf. Es gibt so eine Sache, bei der das, glaube ich, aber nicht so ganz funktioniert. Mich hat mal jemand gefragt, woran ich glaube. Und dann habe ich gesagt, ich glaube auf jeden Fall daran, dass wenn ein Mensch geht, dass doch irgendwas von ihm bleibt. Er kann ja nicht einfach weg sein. Und so absurd wie das ist, dass alles, was der Mensch an sachlichen Dingen hinterlassen hat, noch da ist, umso wertvoller ist das für mich, dass er so viele Erinnerungen hinterlässt. Ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich 18 war und eine Weile her, dass mein Vater gegangen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie ihr mit 18 wart, aber es war nicht so ganz easy. Es war so ein halbes Jahr, bevor wir mit der Band so raus in die weite Welt gezogen sind. Es war so 3 Monate vor meinem Abi und eigentlich dachte ich, dass ich das so irgendwie in mir vergraben hätte, ne? Und da so einen Platz gefunden hätte, wo das gut bleiben kann. Und ich weiß nicht, warum das jetzt nochmal so hochgekommen ist. Ich glaube, als wir dieses neue Album geschrieben haben, sind wirklich in unserem engsten Kreis 4 Menschen gegangen. Es ist ein so kleiner Zwerg dazugekommen. Und man sieht dieses Thema Lebenszeit plötzlich nochmal ganz anders. Man weiß es vielleicht auch ein bisschen mehr zu schätzen und man denkt sich, lasst uns doch die Zeit, die wir jetzt haben, vor allem so eine gute Zeit wie auch heute, lasst uns das doch genießen, lasst uns solche Momente schaffen und solche Erinnerungen schaffen, die genau dann bleiben, wenn andere Menschen gehen. Dann haben wir das und das ist schön und das hilft uns. Und diese Sicht auf die Dinge hilft mir zumindest, dieses Lied auch mit euch zu teilen. Und es ist das allererste Mal heute in der Schweiz, ich freue mich sehr. Ich probiere es zumindest, in meiner Erinnerung heißt es. Sagt, es fehlt was. Mit jedem Tag, der vergeht, liebst du was.